Leben. Ja, meine Kamera ist eben ausgegangen. Deswegen muss ich jetzt nochmal neu drehen. Ich habe ein Paket von der lieben Elfriede bekommen. Wir haben einen Tausch ausgemacht bei Instagram. Sie hat leider keinen Kanal. Ja. Ich habe die Post ja eben schon mal geöffnet. So sieht das der Briefumschlag aus mit der süßen Katzen. Finde ich sehr schön. Dann hat sie hier noch so Paperclips mit dran gemacht. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir werden mal wieder tauschen. Wäre sehr schön. So. Da ich ja eben schon mal mit dem Video angefangen habe, habe ich jetzt das nicht nochmal eingepackt. Einmal war das hier. Ein schönes Album mit Miezekatzen und Luftballon. Ja, hat es sehr schön gemacht, wie ich finde. So sieht es dann von innen aus. Auch mit süßen Katzen. Auch hat sie ja noch so Taschen gemacht zum Rausziehen. Auch schön. Also sowas habe ich noch nicht gemacht. Muss ich demnächst mal ausprobieren. Sehr schönes Papier, muss ich mal sagen. Das sieht auch sehr schön aus. Die Schmetterlinge. Schmetterlinge gehen ja immer, ne? Okay, die zwei. Ich habe auch zwei Katzen. Aber wahrscheinlich wusstest du das. Keine Ahnung. Ja. Sehr, sehr schön. Da bedanke ich mich aber recht herzlich. So, das hatte ich eben auch schon aufgemacht, bevor die Kamera ausgegangen ist. Ja, da hast du dich wirklich ins Zeug gelegt, mein Mann, oh Mann. Ja, hier hat sie noch Anhänger. Ein Tina. Und einen schönen Sternanhänger noch dran. Ja, einen schönen Engel. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich dir noch ein paar Perlen geschickt. Ja, auch hier so Vintage. Ja, ob man das öffnen kann. Jawohl. Was? Schön hast du das gemacht. Schöne Hütchen. Das wird ja gut passen für meine kleine Tina, ne? Muss ich mal gerade gucken. Ich habe hier noch eine. Ja, sieht doch sehr schön aus, oder? Hat sie hier so Hüte gemacht. Dann hat sie hier so einen Kaktus. Auch sehr schön. Auf so Ideen muss man erstmal kommen. Ja, und dann noch einen Hut. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch Stempelabdrücke. Den habe ich auch. Dankeschön. Der ist auch süß. Den habe ich noch nicht. Den auch noch nicht. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, sieht sehr schön aus, wirklich. Echt klasse. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Auch wieder was Selbstgemachtes.
Da bin ich schon mal gespannt. Festgeklebt. Na, du bleibst schön stehen. Ach, die Miezekatze. Die ist ja süß. Sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Die werde ich dann in mein Regal stellen. Da hast du aber bestimmt lange dran gehäkelt, oder? Die gefällt mir. Ja. Sorry. Ja, kommen wir zum nächsten. Dann habe ich hier so ein kleines. Oh, ach Gott. Sitzen. Was haben wir denn hier? Das ist auch sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und eine Stanze. Davon habe ich noch sehr wenig. Ich bin ja gerade schon dabei, mir ein paar zu besorgen. Ja, da bedanke ich mich recht herzlich. Einen kleinen Umschlag, auch wieder mit Katzen. Ja, und da haben wir Text drin. Das ist ja mal cool. Super. Hier, das ist glaube ich abgegangen. Was selbst gemacht ist, muss ich mal gucken. Keine Ahnung. So, nehmen wir hier noch eins, auch selbst gemacht. Statt jetzt hier so aufreißen kann. Lieber Scholli, das sieht ja mal mega aus. Und dann haben wir noch Sachen hier drin.
Oh mein Gott. Dann fangen wir mal hier mit an, ne? Hier hat sie noch so Stanzteile mit eingepackt. Immer so Röschen, Orchideen. Keine Ahnung. Ein Brautpaar. Ja. Sehr schön. Und hier ist noch mehr. Ist auch sehr schön. Das sieht ja auch klasse aus mit dem Eis. Toll. Das. Just for you. Auch schön. Dann Eis. Happy Birthday. Born to be fabulous. Ist auch schön. Und das. Dann nochmal Happy Birthday. Ja, und dann haben wir hier so was für das Fenster zu hängen. Ist auch schön. So was gab es ja früher mal. Kann ich mich noch dran erinnern. Haben wir hier noch so Stanzteile mit Katzen. Auch sehr, sehr schön. Mache ich jetzt nicht auf. Dann haben wir hier noch Schleifen. Auch sehr schön. Ja, dann haben wir hier noch so Ausstanzungen. So bordürenmäßig, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Ja, die hast du ja hier auch verwendet, ne? Super. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt kommen wir zum vorletzten. Ach ja, das wird jetzt ein Chaos-Video, keine Ahnung. Nichts funktioniert. Oha. Das sieht ja mega aus. Mit Herzen. Schauen, was da drin ist. Cool. Ach, das ist. Sehr schön. Das hast du selber genäht, ne? Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Wirklich. Ist echt schön. Auch hier mit der Bordüre. Klasse.
So, und jetzt kommen wir zum letzten. Für dich. Das ist bestimmt dieses Poesiealbum, ne? Wovon wir ja geredet hatten. So, oha, meine Güte, das ist ja mal geil. Guckt euch das mal an. Auf der Rückseite auch. Sehr, sehr schön. Cool, da freue ich mich. Sehr schön. Ja. Ah ja, das ist die Seite, was sie mir gemacht hat. Liebe Christina, bleib froh und stets gesund, sorgenfrei zu jeder Stund, Glück und recht viel Sonnenschein sollen dir beschieden sein. Ganz liebe Grüße von deiner Tauschpartnerin Elfriede. Sehr schön. Das gefällt mir auch sehr gut. So eine Elfe, ne? Cool. Ja. Man kann sich das Buch ja nur füllen, ne? So. So, liebe Elfriede, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und den anderen natürlich auch. Wenn ja, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Über Kommentare freue ich mich immer und über ein Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Video.